Noch mehr Promis kommen jetzt und darunter gibt es auch richtige Deppen. Ja, ist so. Sagen sie sogar über sich selbst. Das und noch vieles mehr haben wir nämlich bei der Premiere von Angelika Niedetzkis erstem Solo-Kabarett mit dem Titel Marathon gehört. Die Inspiration zu ihrem Stück kam Angelika Niedetzki während dem Training zu einem Marathon. Die Oberösterreicherin ist begeisterte Läuferin und hat sich schon das nächste große Ziel in ihrer Marathonkarriere gesetzt. Wahrscheinlich aber erst im Herbst in Florenz, würde man sagen. Da hat man nur neulich eine bei der Vorpremiere gesagt, da musst du aufpassen, da sind so viele Pflastersteine, da bäckelt man um. Sie ist da und umbäckelt. Okay, dann nicht Florenz. Die Premierengäste staunen nicht schlecht über die sportlichen Ambitionen der Frau Niedetzki. Von ihnen wäre keiner im körperlichen und geistigen Zustand, einen Marathon zu bestreiten. Weiter als ein paar Meter von der Startlinie würden sie nicht kommen. 5 Meter? Ich bin noch nie in meinem Leben wirklich gelaufen. Nein, das ist etwas, was ich nie wollte. Das liegt mir einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht ein. Ich kann diese Leute mit den blauen Gesichtern und mit der heraushängenden Zunge, die sehr ernst schauen, wo ich immer das Gefühl habe, die verletzen sie gerade. Also ich halte das für ungesund. Ich habe Marathon-Erfahrung insofern, dass ich schon bei, glaube ich, 10 Marathons dabei war, beruflich, und durfte ganz oft die Siegermedaillen verteilen. Und das hat mir schon beim Zuschauen den Atem geraubt manchmal. Ein ganz besonderes Erlebnis mit dem Dauerlauf hatte Alfons Haider. Er ist für den guten Zweck gelaufen, doch keiner mit ihm. Ich war der einzige Depp, der einzige Trottel von den Promis, der wirklich gelaufen ist. Das werde ich nie vergessen. Wir rennen los, es schießt wer. Ich bin dann geredet, immer, wo, hallo, wieso bin ich? Und die Promis durften, ich glaube, 300 Meter haben die Vorlauf gekriegt, ja. Ich war der Einzige, der Einzige. Nehme ich so ein Auto gefahren mit einer Kamera und ich dachte, wo ist der Felbel? Wo sind die alle? Nix. Na gut, dass Christoph Felbel auch bei der Premiere ist. Alfons Haider will ihn zur Rede stellen. Doch einen kleinen Haken hat die Sache. Die roten Hosen bin ich nicht vorbeigerannt. Wer war denn das dann? Nicht vorbeigerannt, mitgerannt. Nicht mitgerannt. Wer war denn das dann? Der Novak. Ist auch klar und platt, passt schon. Darf ich mich jetzt entschuldigen? Ja? Entschuldigung. Nein, es passt schon. Es ist wirklich peinlich, es Nein, war der Novak. Ist in Sei meiner Besten, entschuldige. Das Marathonlaufen ist ihm aber trotzdem ganz und gar nicht fremd. Angelika Niedetzki hat ihn einmal kurzerhand mit zu einem Wettbewerb genommen. Ich habe mich mit der Geli bei einem Halbmarathon angemeldet. Die Geli hat beim 2/3 hat die Geli gesagt, ich renne fertig. Sag ich, was? Ja, ich renne jetzt fertig. Okay, und weg war's. Sie weiß eben, was Training heißt und dazu gehört auch der Verzicht auf all die schönen Dinge im Leben. Ja, da gibt's keine Käsekreiner in der Fetten um 4 in der Früh beim Würstelstand. Um diese Zeit wird geschlafen und zwar nüchtern. Die einzige Fetten, die du ein Jahr lang spürst, ist der Hirschdolk zwischen den Zehen. Am Ende jedes Marathons gibt es aber immer eine Ziellinie, die überschritten werden muss. Auch die Promis haben sich Lebensziele gesteckt. Wenn man den Marathon zu Ende gelaufen hat, dann sollte man sich hinlegen und schlafen. Lebend den Marathon überstehen. Mein beruflicher Weg ist mir, solange mir das Publikum hold ist, werde ich es machen. Solange es mir Spaß macht, werde ich es machen. Was die schreibende Zunft oder die Kollegen filmen. Das ist mir eigentlich wurscht. Nicht zu heiraten. Hoffentlich lebt der Hund noch lang. Und den Baikalsee-Marathon bezwingen. Auf dem richtigen Weg scheint sie ja zu sein. Mental und körperlich ist sie bereit für neue Herausforderungen. Das erste Abenteuer, das Solo-Kabarett, hat sie ja schon hinter sich gebracht.